Eines ist aus unserer Sicht völlig klar. Für jede Zusammenarbeit gibt es klare Kriterien, internationale Kriterien, wie sie auch vom Nahostquartett noch einmal aufgestellt worden sind. Diese Kriterien sind Gewaltverzicht, die Anerkennung des Existenzrechts Israels und die Anerkennung aller bisherigen von der PLO mit Israel getroffenen Vereinbarungen. Und deswegen ist für uns keine Organisation akzeptabel, die das Existenzrecht Israels mit Gewalt infrage stellen will. Das ist für uns eine rote Linie, die nicht überschritten werden kann. Wir wollen einen innerpalästinensischen Dialog, aber wer das Existenzrecht Israels mit Gewalt infrage stellt, ist aus unserer Sicht kein Partner. Maßnahmen, die Bundesregierung ergreifen werden, um die Beziehung. Eine Frage zu einer anderen aktuellen Entwicklung stellen. Die offizielle Vereinigung von Fatah und the international community has always been in favor of Palestinian unity. It's necessary for peace. The question always has been, if there is a reconciliation, what are the terms? And the terms of the reconciliation have got to be such, and we're going to have to therefore to judge on what now happens. But the terms of the reconciliation have got to be such that the basic principles of the international community, in other words, everyone accepts the right of Israel to exist, everyone pursues their objectives by non-violent means, those principles have got to be upheld. If they're not upheld, and a different course is pursued, obviously then that puts us in a very difficult position. So we will want to see the composition of the government, who is Prime Minister. We want to see whether the government itself is clear in its support of those basic principles of the international community. And I think that the central question that people ask is, does this mean a change of heart on behalf of Hamas or not? Because if that hasn't happened, then the question is, you know, is this a genuine unity that can hold and can promote peace? Because that is in the end what we all want to see.